Name wieder mal unaussprechlich ist. So oder so ähnlich. Mann. So. Jetzt aber. Nun hat's geklappt, jetzt kann's funzen und der Kaffee ist eh schon kalt bis zum Umfallen. Da müsste ich mir mal was Neues besorgen. Was ich ein bisschen auch schade finde, ist immer dieses, dass die Truppen von denen hin und her, hin und her, hin und her. Manchmal nicht. Aber warum habt ihr jetzt eigentlich hier geschrien? Oh, guck mal. Die haben ja eine richtig Knossos. Aha. Die ist ja ein schön groß, die schöne Stadt. So, jetzt haben wir uns Marmor hier eingekauft und keine Stadt sagt, juhu, das war ja toll. So, so eine Frechheit. So. Übrigens die große Mauer, oder auch chinesische bekannt, oder als chinesische besser gesagt, die erweitert sich übrigens gar nicht mehr, ne? Was ist denn jetzt? Ach, Waffenkammer beendet. Gut. Könnt ihr hier eigentlich nochmal Siedler nehmen und da runterbauen? Juti, juti. Machen wir das doch mal. Bitte Wort hin. Juhu, und wir können wieder was Politisches wählen. Man kann natürlich auch wiederum Sachen einführen. Jawohl, ja. Und wenn ihr mit der Maus over geht, also drüber über das Ganze, seht ihr auch so ein bisschen Erklärung dazu. Also das ist jetzt Patronat. Was auch immer das heißen soll. Ne? Erhöht die Vorteile. Ja, der Freundschaft zwischen Stadtstaaten und euch. Also sprich, die sind euch besser gewogen. So, Orakel wurde gebaut. Mein Gott, wer baut denn hier alles? Mensch, ich will auch mal was bauen. Aber ich darf nie, ne? Das kotzt mich immer so an. Wurde ein großer Ingenieur geboren. Wer wurde denn diesmal geboren? Orville Wright oder so würde ich ihn aussprechen. Man möge mir verzeihen, falls diese irgendwie falsch sein sollte. So. Jetzt können wir den erstmal wieder schlafen legen. Das wäre schön. So für den Anfang. Schalala. Und ich glaube, ich werde hier gleich mal einen Cut machen. Schalalala. Ah, ja, da sind unsere Siedler auch schon fertig und ab- und aufzugsbereit. Und hier vorne wird gleich angezeigt, hey, da könnte eine Stadt entstehen. Das wäre gar nicht mal so schön. Ich glaube, ich werde sie dahin bauen. Und dann hoffe ich, dass sie gleich hier irgendwie noch mehr Äpfel und so sich einheimsen werden. Weil hier ist ein Apfel, ein Hammer, da sind zwei Äpfel, hier ist ein Apfel, da sind zwei Äpfel. Und so weiter. Ja, ja. Das Brot sind jetzt Äpfel und ich weiß auch nicht warum, aber es ist so. Eine Werkstatt. Das macht die Hämmerchen wieder besser. Wer seid ihr? Ein Bautrupp. Dann kommt doch mal bitte hier hoch und baut eine Festung. Wenn es geht. Dass die ihre Einheiten nicht mal stillstehen lassen können, das nervt mich so ein bisschen auch. Also, wenn man hier an der Grenze... Oh, die haben Katapulte. Also sieht man übrigens, welche Einheiten sie so alle haben, ne? Katapulte, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Weil Katapulte sind gut gegen Festungen, ne? Ach, guck, da sind sie ja wieder. So, dann bauen wir bitte hier eine Festung auf und dann sind wir erstmal soweit. Ein bisschen verschanzt. Na, hier oben müsste ich eigentlich auch noch eine Festung irgendwo bauen. Am besten. Aus schlechtem Stahl wurde noch nie ein gutes Messer gefertigt. Mhm.
Wir haben den Stall entdeckt. Juppie! Aha. Die sind wohl schneller als ich, oder was? So eine Frechheit. So, dann werde ich doch mal, da wir jetzt eine Menge Gold haben, habe jetzt gar keinen Einfluss mehr auf die neutral. Zäh! Geben wir ihnen doch mal 500 Gold. Ressource in der Nähe, bla bla. Böh. Gut. Man kann denen auch Schutz versprechen. Das gibt auch nochmal so einen tollen Bonus an Dingssicherheit. Goa. Vielleicht nenne ich es Gütersloh. Wie jetzt? Goa. Gehe ich so, macht er Gütersloh? Gehe ich so, macht er Goa oder was? Gut, er musste sie vielleicht noch laden. Ich weiß es nicht. Wie nenne ich diese denn? Ha! Ferl. Vielleicht kennt das ja auch jemand von euch, diese schönen Städtchen. Die gibt es nämlich auch wirklich. Im Gegensatz zu Bielefeld. Ach ja, es ist schön. So, und jetzt sieht man hier, das erweitert sich um 1. Und jetzt bin ich mal gespannt. Oh, er nimmt dieses Teil hier. Das gibt 2 Äpfel und 2 Gold. Das ist weise gewählt. Und hier sind Gewürze, die wachsen und gedeihen. Das finde ich toll. So, jetzt sollten wir vielleicht gleich die Produktion machen und Lanchier. Stärke 22 erfordert Pferde. Nö, brauchen wir nicht. Vielleicht noch einen Bautrupp nebenbei? Ich weiß nicht. Lalala, ich würde erstmal eine Armbrust nehmen. 120 Runden für eine Armbrust. Speer. Tja, ich glaube, ich kaufe mir noch einen Bautrupp. So. Der nächste Runde wahrscheinlich fertig sein wird. Jetzt wollen sie schon wieder Produktion kaufen. Bautrupp. Danke. Geht doch. Doppelklick übrigens jetzt mal drauf, ne? Dann geht's auch. Oder auch nicht. Wir haben hier 5 Brot. Ah, er ist wirklich gekauft worden. Und er will jetzt trotzdem was wissen, was er machen soll. Ja, Armbrust schützen. Gut, wunderbar, haben wir das auch geklärt. Es klingt auch wirklich so ein bisschen chinesisch, asiatisch, irgendwie so. Muss man mal sagen. So. Jo, also machen wir gerne mit dir. Wenn du mir, wenn ich in dieses Feld komme, 5 Gold gibst. Maimitan. Ja, hier. Ja, was denn? Ich will doch nur in dieses Feld, damit ich das auch ändern kann. Da fällt. Oh, ey. Diese Felder sind echt zum Brrr. Vor allem, dass er hier lädt. Was lädst du denn, Junge? Maimitan. Ja, dann nicht. Dann tut's mir auch leid, dann. Ah, dass man in diese Felder nicht reinkommt, das ist so ein bisschen. Und vor allem, was lädt er denn bitte schön da die ganze Zeit? Das ist ein Bildschirm, da werden die alle Ressourcen eingeladen und das war's einmal. Und er die ganze Zeit Ladezeichen und kommt nicht voran hier, ey. Hoffe, er wird gebackt fixt oder so. Wir sind die zweitfortschrittlichsten. Das sollte man auch sein. Oh je.
Ein Bär baue ich jetzt eine Straße nach oben. Oder lass dieses einfach einen Autobautrupp machen. Mal schauen, ob wir hier schon mal mitmachen können. Was ist das denn da? Eine kleine Insel. So, die hier möchten auch noch was tun. Und die hier bauen jetzt mal... Was baut ihr denn mal? Automatisch? Was ist das hier? Eisenbahn. Plantage. Ja, da müsste nämlich genau eine Plantage hin. Und leider, ja, haben wir das jetzt nicht, dass wir dieses bauen können. Das muss noch entwickelt werden, wie man eine Plantage baut. Wobei ich finde das ein bisschen witzig, ne? Dass man die Plantage so spät erst und alles bauen kann. ja. Also da hätte ich dann doch gerne noch mal eine Festung hin, damit es hier auch ein bisschen feste wird, ne? So, eine neue Einheit von Belgrad. Belgrad schenkt uns mal wieder eine Einheit. Die stellt jetzt da hinten hin, in der Prärie. Hallihallo. Kann grausam sein. Aha. Also die Welt kann grausam sein, nur gemeinsam sind wir dagegen gewappnet. Aha. Ha, der will eine Freundschaft. Ja, wir sind doch Freunde, Junge. Das ist doch schön, dass er herkommt und sagt, hey, lass uns doch Freunde sein, nachdem wir zweimal gehandelt haben oder so. Oder einmal? Ich weiß gar nicht. Zweite haben wir ja quasi abgebrochen mit den offenen Grenzen. Übrigens, ich weiß gar nicht, wenn man hier befreundet ist, ob man gleich offene Grenzen auch hat, ne? Das ist ja wieder eine andere Sache eigentlich. Kann ich jetzt noch nicht wirklich beantworten, weil ich spiele es ja wirklich zum ersten Mal, auch theoretisch. Ich habe es natürlich vorher schon mal kurz angespielt, aber Angkor Wat wurde irgendwo gebaut. Euer Volk ist nicht mehr zufrieden. Ja, wo denn? Wo denn? Zeigt mir doch einfach mal wo. Dann könnte ich da auch was tun. Das wäre doch mal so, ne? Also, toll. Sag ich mal. Jetzt sieht man es ja hier irgendwo. Es wäre nämlich mal schön, wenn man das irgendwo in der Übersicht auch sehen würde, wo das Volk unzufrieden ist. Gucken wir nochmal die Städte an. 3 Strich, keine Ahnung, was mir das hier eigentlich sagen soll. 3. Aha, sie wollen Gold. Gut, dann werden wir mal schauen, ob wir vielleicht ein bisschen Diplomatie betreiben können und ein wenig Gold besorgen. So, dann züchten wir uns noch ein paar Deppen ran. Also ein paar Siedler. Und hoffen doch, ja, bitte warten. Hey, 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 hey! So, die hier sind fertig. Ja. Dann machen wir mal automatisch hier weiter. Und jetzt sieht man, dass die hier irgendwo hinrennen. Und einfach mal so. Lalala. Ich baue mal was. Ding überhaupt auf einer Festung nehmen. Wie sieht gar nicht. Das sieht nicht so aus, ne? Als wäre hier eine Festung drum. Ah, da hatte ich doch auch eine gebaut, oder? Ich weiß es nicht. Aber wie ihr sagt, ich finde es ja toll, dass man diese Festung jetzt auch wirklich nutzt und die nicht mehr so ganz sinnlos sind, ne? Schalalalala. Was haben wir hier denn? Was wollt ihr von mir? Waffenkammer beendet. Ah, haha, Ben hat die Waffenkammer beendet. Gut, dann macht doch mal bitte einen Marktplatz und dann sind wir alle glücklich. Ein unbekannter Spieler und Siam sind jetzt auch befreundet. Gut zu wissen. Unsere Bündnisse werden immer größer. Ich weiß zwar nicht, wer dieser unbekannte Freund von ihm ist, aber okay. Aha. Wo? Ah!
toll, jetzt sind sie uns so verborgen. Da ich wahrscheinlich gar nicht handeln kann mit denen. Naja, vielleicht wird nächste Runde die Hauptstadt von denen dann auf angezeigt und freigemacht. Dann ist gut. Die Farmen und so weiter könnt ihr übrigens nicht hier einfach hinbauen. Ich glaube, da werde ich dann eine Festung bauen oder so. Weil so ein bisschen feste müssen wir hier auch sein. Weil so ganz ohne Deckung immer rumstehen ist doof. Lalalala. Bitte warten Sie. So, was haben wir hier? Produktion in Gütersloh. Hey, mal schauen, was da so kommt. Eine Kaserne, Werkstatt, Aquädukt. Ja, gibt mehr Nahrung. Ich glaube, das haben die hier auch nötig, weil in Gütersloh gibt es nicht viel zu essen. Das ist traurig, aber wahr. Was ist das denn hier? Auch noch nicht gesehen. Eine Einheit benötigt Befehle. Ja, wie wär's, wenn ihr euch einfach mal in Gütersloh so, hey, einschanzt. Damit das auch bewacht ist. Aber ich glaube, das hat hier ziemlich viel Bewachung. Der lädt uns hier gerade schon wieder Truppen vor die Haustür aus. Die nachher wieder nach hinten rennen wahrscheinlich. Oder aber er führt sogar im Schilde mit seinen Langschwertkämpfern uns anzugreifen. Ja, also das ging jetzt bitte nicht schneller. Da weiß man Bescheid wieder, ne? Was passiert ist. Also Brom, drei Dinger und weg waren sie auch schon wieder. Also das hoffe ich wird auch nochmal gefixt oder so. Aber na gut. Was wollt ihr denn? Euer Einfluss in Belgrad ist tief gesunken. Ich bin auch immer tief gesunken und ich kann ihnen nicht mal Geld schenken. So, ist der Einfluss wieder ein bisschen gestiegen. Irgendwann, wenn man denn genug Geld und so reingepulvert hat quasi. Ach guck mal, das sind unsere Siedler. Aber, ich denke mal. Vielleicht werde ich die hier ansiedeln. Das wäre gar nicht mal schlecht. Schalalalala. Gut. Dann wollen sie natürlich noch Produktion haben. Was nehmen wir denn? Was haben wir denn noch nicht? Aquädukt. Aquädukt ist immer toll. Bewässerung. Und wer seid ihr hier? Ja, mach mal automatisch. Danke, auf Wiedersehen. So, bitte warten. Schalala. Gut, dann würde ich sagen, wie sagt vorhin, machen wir hier den Cut. Schaut uns vielleicht das Ganze noch von oben an oder so. Und, ja, da hinten haben sie schon gebaut. Ich würde sagen, da bauen wir noch eine Festung hin. In der nächsten Runde. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier weiterentwickeln wird. Und ich werde wahrscheinlich als erstes Cäsar versuchen, irgendwie in die Schranken zu weisen. Cäsar sag ich schon wieder. Alexander. Ich finde, die sehen irgendwie manchmal so gleich aus, weil, ja. Da auf den Pferden empfiehlst du mir die Stadt. Ja, kann ich da keine Stadt bauen? Warum nicht? Ja, dann leck mich doch an die Füße. Was ist das hier eigentlich? Die Stadt Pferl benötigt Pelz. Ich benötige kein Pelz. Ist den kalt oder was? So, man muss den ja einen Befehl geben, also lege ich schon mal kurz schlafen. Sag, ey, kommt doch morgen wieder. Vielleicht vertragen wir uns da wieder. Ihr sollt eine Stadt bauen. Fertig ist. Nö, im Wald, da will ich nicht wohnen. Nö. Tja. Tja, scheinbar.
Ach, Junge. Jetzt denunziert er mich hier laufen. Also es dauert nicht mehr lang, dann wird Krieg ausbrechen und meine Bevölkerung wird immer unglücklicher. Ich weiß nicht warum. Ah ja, wenn man... Okay. Oh, nö. Schon wieder. 30 Gold. Oh. Ja, dann eben nisch. So, entweder bezahlt es mir oder wir lassen es. So, einfach sieht's aus, Junge. Nehm, weil ich lebe ja auch nicht so ohne Gold. So. Da ist er schon wieder. Hier ist es übrigens so, dass man Forschung nicht mehr, glaube ich, tauschen kann. Komischerweise. Ich find's doof. Aber man kann diese Forschungsabkommen irgendwie machen. Und das, ja. Sollte man auch annehmen. Weil er wie ihr selbst habt dann sehr viele Vorteile, dass ihr in der Forschung wesentlich schneller vorankommt. Vor. Was haben wir denn hier in der Forschung? Drall. Oh, ich bin schon beim Drall. Also wir kommen jetzt auch schnellstmöglichst ins nächste Zeitalter hier. Ach, jetzt versteh ich, was dieser grüne Balken mit den Zahlen da sein soll. Das soll nämlich sein, wie viel Runs dauert, bis die mal größer wird, die Stadt. Juhu, also einwohnertechnisch. Tor, haben wir wieder was gelernt. Schließen, danke. So, da haben wir auch hier gebaut. So, jetzt machen wir aber wirklich den Cut. Und danke fürs Zuschauen, natürlich, Le Mans. Und hoffen, ihr seid auch bei der nächsten Runde wieder dabei. Und ich denke mal, der Krieg wird nicht allzu lang auf sich warten lassen, weil hier unten ist auch mittlerweile alles dicht besiedelt und so weiter. Und mal schauen. Achso, ich wollte mal da unten gucken. Kommt man jetzt an die ran? Ach, da ist die Stadt. Boah. Edinburgh. Gut, den könnten wir jetzt Gold schenken oder irgendwas, wenn wir welches hätten. So. Also denn, ne? Bis zum nächsten Mal. See you later.